Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Star News. Das sind unsere Themen heute. Der erste Schweizer Science-Fiction-Film Cargo hat seine Weltpremiere in Zürich gefeiert. Wir schauen hinter die Kulissen von dieser Live-Übertragung. Grelle Farben, wilde Muster, extremer Mix, das ist die Modewelt von Christian Lacroix. Mehr zum Top-Designer aus Frankreich gibt es in unserem Fashion-Teil. Und in unserem Reisetipp geht es in die Südsee, nach Cook Island. In der Arena Film City in der Seal City in Zürich hat sich Stars und Sterne aus der Schweizer Promiszene ein Stell dich eingegeben. Der Grund? Die Weltpremiere vom ersten Schweizer Science-Fiction-Film Cargo und Star TV hat das Event live übertragen. Wir schauen jetzt hinter die Kulissen, wer und was es braucht, um so ein Mega-Event auf die Beine zu stellen. Willkommen im Weltraum. Genauer gesagt auf dem heruntergekommenen Frachter Cassandra. Am 9.9.2009 war es dann endlich soweit. Cargo, der erste Science-Fiction-Film made in Switzerland, feierte seine Weltpremiere. 600 geladene Gäste drängelten über den roten Teppich und die Fotografen knipsen sich die Finger wund. Doch stopp! Bis es soweit ist, musste erst einmal geplant, organisiert und vorbereitet werden. Mein Name ist Reto Osterwalder. Ich bin der Geschäftsführer der Avedia AG. Wir haben den Auftrag jetzt hier von Star TV Produktion zu machen, also die Live-Übertragung zu machen für die Premiere vom Cargo. Und wir sind jetzt hier mit unseren Produktionsmitteln. Was wir hier jetzt haben bei diesem Übertragungswagen, wir haben 5 Kameras im Einsatz. Die Kameras habe ich jetzt hier vorne auf den Monitoren von 1 bis 5. Wir haben einerseits draussen beim roten Teppich die Hauptkamera mit den Moderationen. Wir haben dann Kamera 2, die dann innerhalb des Kinos ist, wo dann auch die Stars, die Interviewpartner dort abholt für das Interview. Und wir haben auch noch das Kritikerstudio von den Filmkritikern innerhalb vom Kino, wo dann die Kritiker dann, ja, wie gesagt, ihr Statement abgeben. Und dann noch einen Beauty-Shot von der Kamera 5, wo einfach die Totale zeigt. Da haben wir das Herzstück vom der Bildmischer ist da. Wir haben hier den Bildregisseur, das ist meine Aufgabe jetzt heute Abend. Da haben wir mit diesen wahnsinnig vielen Tasten haben wir gewisse Cues dann abgespeichert. Und ich kann hier die ganzen Kameras ausschalten. In der Mitte sitzt der Produzent, das ist der Philipp. Und auf der ganz rechten Seite haben wir dann, den Grafiker, der alle Bauchbinden, Grafikeinblendungen realisiert. Wir gehen sonst gleich mal weiter in den Übertragungswagen. Wir laufen gleich mal in die nächsten Abteile hier. Was wir hier sehen, ist jetzt der ganze Tonbereich. Hier laufen alle Quellen auf. Ich muss gleich mal Andreas fragen, was läuft hier alles auf? Ja, da sind wir voll ausgelastet jetzt mit 24 Kanälen. Das heisst, wir haben Moderationen, die an der Hauptsendung sind. Wir haben alles mit Havarien gestützt, dass wenn etwas ausfallen würde. Wir haben Ambiton, das heisst Publikumston. Wir haben den Kinosaal, wenn es Interview gibt. Wir haben Zuspielungen, also Werbung plus Trailers, Sachen dazu noch. Ja, das ist einmal so das Grob, wo wir da fahren damit. Plus noch Off-Air-Aufnahmen. Möglichkeiten, wenn Interview neben der Sendung noch laufen müssten, können wir auch machen. Gut, also da sind wir im Tonteil und das macht Andreas und Markus als Assistent. Dann gehen wir eins weiter. Da haben wir den ganzen Bildtechnikteil. Also da werden alle die 5 Kameras werden da in der Blende gefahren. Man sieht jetzt da vielleicht jetzt gerade bei dieser Kamera 1 da. Er fährt da die Blende und er tut auch den Schwarzwert da einstellen. Da schauen wir also, dass wir überall wirklich die gleichen Bilder haben. Ja, so sieht das aus bis wir Übertragungswagen. Traversen aufstellen, Lampen montieren und jede Menge Kabel braucht es natürlich auch. Wir haben von diesen 5 Kameras ist jede mit rund 150 Meter Kabel verleiht. Dann haben wir noch im Studio, wo wir die Wand da sehen, haben wir noch mal zusätzlich. Also es ist nicht wahnsinnig viel Kabel, die wir jetzt verleiht haben, weil wir sehr nah gerade auch am Geschehen sind. Aber es wird schon etwa so, ja, gegen einen Kilometer vielleicht alles in allem wert schon sein. Dann. Nebenan finden wir den SNG-Wagen, kurz für Satellite News Gathering, also elektronische Berichterstattung. Ja, mein Name ist Ralf Bell. Ich bin zuständig für die Übertragung des Fernsehbildes. Das heißt, wir befinden uns hier in der sogenannten SNG, die überträgt das Signal per Satellit zum Sender.
Das heißt, sollte hier irgendwann mal was ausfallen, dann hat der Sender kein Bild und die Zuschauer zu Hause auch nicht. Von daher ist es ein relativ wichtiger Punkt hier, dass man sauber arbeitet, dass das Signal richtig steht und alles funktioniert. Also es kann natürlich passieren, dass zum einen, das ist der schlimmste Fall, dass das Bild einfach schwarz wird. Man sieht hier die Sendesignale, die wir haben, die einzelnen. Wir haben zwei Leitungen, sicherheitshalber sollte eine Leitung mal ausfallen. Es könnte der Ton ausfallen, was auch nicht besonders gut ist, oder einfach nur kleine Artefakte im Bild entstehen. Das heißt, dass ein Kriseln auftaucht oder blockartige Artefakte, das ist beim Digitalen mittlerweile so. Also das Signal kriege ich vom Ü-Wagen, das ist der große Gegenüber. Das geht per SDI, alles digital mittlerweile. Das Audio ist auch schon mit im Signal verarbeitet. Wir können beide Signale hier kontrollieren, geben die von hier aus auf diese zwei Geräte, die sogenannten Modulatoren, Encoder, die schicken das Bild dann über unsere Schüssel, die oben auf dem Autodach ist, dann zum Satelliten. Und von da wird sie vom Sender dann wieder runtergeholt. Also 35 Kilometer rauf und 35 Kilometer wieder runter. Voilà, die Show kann losgehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Event hier auf StarTV. Ein paar Schritte weiter findet man das Innenrestaurant Die Rüsterei, wo man feine Schweizer Küche mit dem Gewissen etwas genießen kann. In der ehemaligen Papierfabrik aus dem Jahre 1471 befindet sich seit 1911 die ehemalige Ausrüsterei, die 2007 zum eleganten Restaurant umgebaut wurde. Der rote Teppich liegt gleich vor der Tür. Eine schicke Location mit exquisiter Einrichtung. Erstens schon mal war der Raum auch schon vorher lässig. Also das ist ja wirklich so, man hat noch die alten künstlerischen Kritzeleien der Dadaisten, die hier mal besetzt haben den Raum. Und dann hat man, als man dann die Rüsterei gebaut hat, den Schweizer Innenarchitekten Heinz Juhling gefragt, der ist eigentlich auch als Künstler weltweit bekannt, ob er das einrichten würde. Und er hat das so lässig gemacht. Es ist das echt mit so edlen, schönen Möbeln, wurde jetzt dieser industrielle Raum eigentlich ausgestattet. Und das gibt einen ganz tollen Effekt. Und wir haben auch Tische, die man an die Decke ziehen kann und die beleuchtet sind. Und wir sind also von dem her sehr wandelbar. Und schauen Sie sich es am besten an, es ist wirklich ganz lässig. Das Sujet Film ist bei der Rüsterei kein Fremdwort. Unser Verwaltungsratpräsident ist ja der Thomas Sterchi. Der ist eigentlich Mitinhaber des Zürcher Filmfestivals und er hat sowieso einen sehr starken Bezug eigentlich zur Gastronomie und Film. Hat auch in Zermatt einen Betrieb, das Vernissage, das ist ja das einzige Kino ist auch in Zermatt. Und hier können wir den einzigen tollen Galaabend des Zürcher Filmfestivals, der findet bei uns statt. Und Thomas Sterchi allgemein produziert für Millbrook tolle Filme, den Eröffnungsfilm Lila Lila. Und da passiert eigentlich sehr viel Verbindung, Rüsterei und Thomas Sterchi und Film. Auch nach dem Kino ist man hier gut aufgehoben. Wir wollen jetzt auf jeden Fall ab Oktober länger aufhalten. Wir möchten gerne, dass sich der Gast vor dem Kino, dass der zu uns kommt, dass der vielleicht noch bei uns ist, dann zur Premiere geht, aber danach auf jeden Fall wieder zu uns zurückkommt. Wir werden länger aufhalten. Wir möchten gerne die Bar Lounge wirklich zu so einem Ort entwickeln, an dem man nach dem Kino sich noch wirklich Stunden unterhalten kann, noch was essen kann, feine Cocktails genießen kann. Und das alles bei einer guten Stimmung und ich hoffe, dass wir da mit diesem Konzept eigentlich da anschließen können. Also, einfach mal reinschauen. Mittlerweile sind die geladenen Gäste, unter ihnen viele Promis, eingetrudelt. Die Filmkritiker Alex Oberholzer und Wolfram Knorr dürfen hier natürlich nicht fehlen. Das neue Star-TV-Konzept der Live-Übertragungen wie James Bond vergangenen November und Harry Potter in diesem Jahr hat sich mittlerweile bewährt. Das ist eigentlich eine ganz neue und wichtige Form. Wir können durch das unsere Magazinsendungen ergänzen. Und wir bringen als Ziel, als Ausbauziel, in 7 Tagen in der Woche bringen wir Live-Events aus den verschiedensten Sparten. Lifestyle-Events, natürlich Kino, Sport. Also alles, was wir mit den Magazinthemen auch schon abdecken. Nun ist Cargo an der Reihe. Da unten ist was. In der Frachtschleuse.
Das ist für StarTV eine ganz wichtige Geschichte. Wir sind immer hinter dem Schweizer Film gestanden. Ist für uns ganz wichtig und ist natürlich auch für die Filmszene Schweiz ein wichtiger Beitrag. Bei den Gästen kommen die Live-Event-Übertragungen gut an. Meiner Meinung nach schon. Ich bin 200% dahinter, weil das brauchen wir natürlich. Der Schweizer Film existiert und die Medien müssen sich anpassen und müssen überall sein. Nein, ich finde es irrsinnig super, dass StarTV ein Live-Event hat, wo der Schweizer Film als Thema hat. Denn das ist tatsächlich so, dass oft das Schweizer Fernsehen sich nicht getraut, weil sie denken, ja, das ist nicht wert oder das ist nicht vergleichbar mit einer internationalen Produktion. Aber hier einen Schweizer Film zu promoten, Chapeau, bravo, StarTV. Er ist in die Rolle des Klaus Bruckner geschlüpft. Es hat Spass gemacht, es ist eine kleine Rolle, aber es ist ja wurscht. Ja. In dem Moment, wo man spielt, spielt man immer die Hauptrolle. Auch wenn sie dann irgendwie auf der Leinwand noch ein paar Sekunden anwesend ist. Aber ich bin an dem einen Tag, wo ich dort war, waren es zwei, an diesen zwei Tagen bin ich absolut im Mittelpunkt gewesen. Und das lenkt mich, ich will ja immer im Mittelpunkt sein. Ob ich irgendwie zwei Wochen oder zwei Monate im Mittelpunkt ist oder noch zwei Tage, ist egal. Zwei Tage voll drinnen und das ist gut gewesen. Zum Inhalt. Durch den Ökokollaps auf der Erde leben die Menschen nun in Raumstationen, die maßlos überfüllt sind. Die einzige Chance ist der paradiesische Planet Rhea, doch der ist 5 Lichtjahre entfernt. So lautet die Story des ersten Schweizer Science-Fiction-Films Cargo. Welcher Science-Fiction-Film zu den Lieblingen unter den Promis zählt, das verraten sie uns. Wir treffen den talentierten Berner Hollywood-Export Yang Zum Braun. Fifth Element. Weil es ist genial. Ich mag das da mit diesen Autos und die Rolle finde ich super. Die hätte ich auch gerne gespielt. Und also immer, wenn ich mich hineinversetzen kann in eine Rolle, die ich auch gerne spielen möchte. Und das Drehbuch stimmt da einfach. Science Fiction und so, das ist immer auch, man kann sie, ist auch immer ein bisschen ein Mix zwischen noch vielleicht Horror oder Thriller oder Action. Und meine Aliens gefällt mir auch sehr gut, ist cool. Aber das ist auch ein bisschen mehr Science Fiction, Horror. Und ja, so mit den Special Effects und allem, das ist schon cool. Ich bin ein grosser Fan an sich von Science Fiction. Es gibt ja eine riesige Palette von Kriterien auch innerhalb von Science Fiction, die man da müsste berücksichtigen. Es gibt ja die B-Movies aus den 50er Jahren, die mir auch sehr gut gefallen, wo irgendwelche Marsmenschen auf der Erde landen, die ich sehr charmant finde. Rückblickend vielleicht weniger ernsthaft sind, rückblickend gesehen jetzt, aber durchaus einen Charme haben, den ich als sehr wertvoll betrachte. Yellow-Fans, aufgepasst, denn ab 2. Oktober ist das neue Album in den Regalen. Ab 24.09. kann die Reise in den kalten Weltraum dann angetreten werden. Los geht's! Was wissen Sie über Station 42? Eine unbemannte Station. Wird offiziell zum Transportnetzknoten ausgebaut. Und inoffiziell? Der Frachtraum muss so schnell wie möglich wieder verschlossen werden. Lass uns schnell fertig machen, Elias. Wir durchsuchen das gesamte Schiff. Ich habe die Kälteschlaflogfiles überprüft. Etwas stimmt da nicht. Laura! Das kommt von unten. Ich dachte, wir transportieren Baumaterial. Es ist so unglaublich kalt hier, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Meine Mode soll mehr sein als nur der Wunsch, ein Logo auf dem Rücken zu tragen. Sie soll dazu beitragen, sein wahres Ich zu finden. Die Worte stammen von keinem geringeren als vom französischen Topdesigner Christian Lacroix. Er hat seine Kindheit überwiegend bei seinen Grosseltern in Aachen verbracht. Es sind sie, die ihn nachhaltig auf Stil und Eleganz geprägt haben. Auch was seine Sommerkollektion anbelangt, hat er sich ganz von seiner Heimat Aachen inspirieren lassen. In dieser Saison ließ sich Christian Lacroix von seinen Wurzeln, die im französischen Aal liegen, inspirieren.
Ich habe in Aal einen tollen Sommer als künstlerischer Direktor eines internationalen Fotofestivals verbracht. Außerdem war ich Kurator meiner eigenen Ausstellung in einem Museum, das mir seit meiner Kindheit sehr lieb und teuer ist. Dort habe ich meinen ersten Picasso gesehen. Es war schwierig für mich, nach dem Tod meiner Mutter dorthin zurückzukehren. Ich war 7 Jahre lang nicht in Aal gewesen. Jetzt bin ich sehr glücklich und die Ausstellung hat mir geholfen, mich in meiner Heimat wieder zurechtzufinden. Sie war ja schon vor 20 Jahren das Thema meiner ersten Kollektion. Aber heutzutage sind mir Themen wie Stierkampfkarikaturen, Zigeuner und Flamenco überhaupt nicht mehr peinlich. Es ist keine Krisenkollektion. Wir wussten ja erst nichts davon. Wir gingen nur nach Gefühl. Ich wollte einfach zurück zu meinen Wurzeln, aber auf eine ganz neue Weise, denn es sollte keine Retrospektive werden. Wir haben alles in Bezug auf unser Label definiert. Man entdeckt in der Kollektion auch Nelken oder Einflüsse aus Stierkämpfen, die man oft mit Jean-Paul Gaultier in Verbindung bringt. Es sind viele Dinge ganz neu interpretiert. Lacroix verwies auch auf die Ausstellung im Musée des Arts Décoratifs im Jahr 2007, welche die Archive des Labels aus den letzten 20 Jahren zum Thema hatte. Zuerst habe ich die Kollektion auf den Katalog der Art Deco basiert. Es ist auch der Katalog unserer eigenen Geschichte. Dann sind wir daraus ausgebrochen, indem wir 80s-Schnitte ganz neu interpretiert haben. Ich gehöre nicht zum Revival, denn obwohl ich nicht in den 80s festgefahren bin, wird mein Stil wohl immer etwas von den 80ern haben. So auch mit diesen Schnitten, den Blumen, Verzierungen und Farben. Die Kollektion ist also typisch Lacroix und für eine Prêt-à-porter-Kollektion stark von der Couture beeinflusst. Ich wollte dieselbe Qualität, jedoch ohne Näherin im Atelier zu haben. Dieses Modell stammt aus der Couture, wurde aber maschinell hergestellt und hat etwas sehr Modernes mit dem typischen Lacroix-Touch. Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien hat letztes Wochenende in Monza mit seinem Team Renault auf Platz 5 geschafft. Gerüchteküche brodelt heisser denn je. Es scheint, dass der 28-Jährige aus Oviedo mit einem Wechsel zum legendären Team Ferrari liebäugelt. Was an dem offenen Geheimnis stimmt, das hat uns der sympathische Rennfahrer exklusiv einen Tag vor dem freien Training verraten. Every driver, when we are kids, we play with the red cars always, and for me it was not different. So driving for Ferrari is a dream, but I don't know if it will happen next year or in the future. Hopefully as soon as possible. Mehr über den schnellen Spanier erfahrt ihr übrigens in der nächsten Star News. Bei uns sind sie früher das Erkennungsmerkmal von bösen Buben gewesen. Heute zieren sie hauptsächlich die Haut von hübschen Mädels. Tätowierungen sind längst gesellschaftsfähig geworden. Der Schmuck, der unter die Haut geht, haben die Ureinwohner von Polynesien erfunden. Und noch heute gibt es dort Menschen, die von Kopf bis Fuß zutätowiert sind. Mehr über den traditionsreichen Körperschmuck und die wunderbare Cookinsel Rarotonga seht ihr jetzt. Die Menschen der Cook Islands sind Maori. Und dass sie sehr stolz auf die Kultur ihrer polynesischen Vorfahren sind, sieht man an jungen Insulanern wie dem 24-jährigen Boye Nicolas. Boye lebt von Tataos, den polynesischen Tätowierungen. Wurde früher ein Gemisch aus Ruß und Wasser mit Kammnadeln und Hammerschlägen in die Haut getrieben, kommt Boyes Equipment inzwischen aus Amerika. Die Motive sind die der Maori-Häuptlinge geblieben, auch wenn Ganzkörpertätowierungen selten geworden sind. Yeah.
Dafür sind die Kunden heutzutage schon mal mit einem Piercing vorbelastet und auch Nicht-Maori lassen sich hier bei Boye zu einem günstigen Preis tätowieren. Noch erfolgreicher als Mitbringsel vom anderen Ende der Welt, vielleicht weil weniger schmerzhaft und geschmacklich weniger strittig, sind die schwarzen Perlen, die es gleich nebenan nicht nur zu kaufen gibt. Hier kann man zuschauen, wie die schönen Naturkleinodien bearbeitet werden. So entsteht ein wirklich traumhafter Halsschmuck zu erstaunlich günstigen Preisen. Und hier wird Musik gebaut. Genauer gesagt das klassische Zupfinstrument der Südsee, die Ukulele. Aus einheimischen Hölzern verschiedener Stärke und Konsistenz schnitzt der Instrumentenbauer die Einzelteile, die sich dann zu einem Klangkörper fügen. Was dabei herauskommt, ist das wichtigste Instrument der polynesischen Folklore. Im Klang ein bisschen Laute, ein bisschen Mandoline und ja, sie hat auch etwas vom Banjo. Dem Enkel unseres Instrumentenbauers gefällt's jedenfalls. Von Avarua aus starten auch die Linienbusse des Cook Island Passenger Transports ihre Inselrundfahrt. Alle 30 Minuten im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Für 2 Euro eine gute Alternative für die, die nicht Mofa fahren, die Küstenstraße, die Aratapu, zu erkunden. Diese Straße führt direkt an den Stränden Rarotongas vorbei. Den ersten erreichen sie nach 5 Minuten. Er liegt am Black Rock, von dem aus laut der Legenden der Maori die Seelen ihre Reise ins Jenseits angetreten haben sollen. Trotz Sprungbrett ins Totenreich ist Black Rock Beach jedenfalls bei den Einheimischen der beliebteste Strand. Perfekte Südseebedingungen bieten auch die nächsten Strände entlang der Küste. Eine Lagune mit unbewohnten Inseln, geschützt durch das Riff. Dort bricht sich der Pazifische Ozean, das größte Meer der Welt. In der nächsten Star News habe ich für euch ein exklusives Interview mit dem schnellsten Spanier, Fernando Alonso. Außerdem zeige ich euch ein sexy Fotoshooting mit dem aufsteigenden Model Ikeline Stange. Und unser Reisetipp für euch ist Koh Lanta. Keine Ahnung, wo das ist? Also unbedingt einschalten bei der nächsten Star News. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.